Willkommen bei Wildstar. Wenn jemand den legendärsten Planeten im ganzen Universum findet, kannst du dich darauf verlassen, dass alle sofort ihre Raumschiffe satteln und augenblicklich dorthin düsen werden. Bereit für ein Kämpfchen? Oh ja! Stell dich gefährlichen außerirdischen Organismen, Killerrobotern und fiesen Wilden. Mit etwas Können, Bewegung und einer ordentlichen Portion Mut haust du deine Gegner spielend um. Bist du etwa durch die halbe Galaxie gereist für einen Wochenendtrip? Nein! Also hol dir ein Grundstück, bau ein Haus und genieße dein eigenes Stück vom galaktischen Traum. Totschick! Tauche kopfüber ein in die episodische Geschichte der Welt und lüfte die größten Geheimnisse von Nexus. Und lass dich dabei möglichst nicht demolieren, zerlegen oder in die Luft jagen. Füge dann noch eine unglaubliche Auswahl an Dungeons, Schlachtzügen, PvP-Schlachtfeldern und Abenteuern hinzu. Dann erhältst du ein vielfältiges und unvergessliches Erlebnis. Und das wird garantiert einfach ein Knaller. Wildstar. Dann fangen wir mal an. Ne? So. So. Willkommen zu. Wie heißt das Spiel? Wildstar. Wildstar, genau. So. Ach, hier. Aktueller Realm, ja. Genau, wir werden uns erstmal einen Realm aussuchen. Und wir haben noch nichts gespielt hier. Wir erstellen uns gerade unsere Charaktere. Kaiser Franz ist mit an Bord. Ja, hallo. Ja, ich dachte, das wäre ein Typ, wa? Ist nicht mein Bruder. Nee, nee. So, Realm wechselt. Jabbit. Ja, was ist das denn? Keine Ahnung, ich guck mal kurz in die Realms. Mhm. Gibt's ja nur einen, offen. PvE, oder? Nee, PvP ja. Gibt's auch noch. Echt? Der ist aber geschlossen. Ja. Wahrscheinlich muss man die... Na, ja, dann gibt's nur einen. Dann gehen wir auf Jabbit. Ja gut, das ist doch gut. Betreten, ne? Muss man? Ja, eigentlich sind wir ja drauf, oder? Also egal. Ja, aber um das Fenster zu verlassen. Achso, jetzt fliegt er irgendwo hin hier. Er fliegt wo? Hin. Achso, nee, das war nur so ein Raumschiff da. Charakter erstellen. Dann machen wir das mal. Oh, jetzt kommt was. So. Was kann man denn hier für einen Charakter erstellen? Volk, Klasse, Rasse. Hast du Anfänger oder Erfahrung gewählt? wo mache ich das? Achso. Nachdem du an Charakter erstellen geklickt hast, musste das kommen. Ja, dann mache ich lieber Anfänger. Ja, ich auch. Gut, weiter zu Volk. Weiter zu Volk. Tja, muss man sich wohl aussuchen, was man haben will. Mhm. Dominion, Draken, Verbannte. Achso, man kann nur entweder... Also die menschlichen, menschenähnlichen oder die düsteren. Mhm. Das ist wohl wie Horde dann, oder? So, ja, oder? Ich denke mal... Rechts ist Horde, links ist Allianz. Ich glaube, ich nehme Draken. Ja, das sieht so gut aus, ne? Geschlecht männlich. Ausnahmsweise nehme ich Geschlecht auch männlich. So, jetzt muss ich mir einen davon aussuchen, oder wie? Weiter zur Klasse musst du gehen. Auf der rechten Seite. Bei mir ist nur zurück. Hast du Fraktion und Geschlecht gewählt? Fraktion und Geschlecht, ja. Irgendwie gibt's ja. Ach doch, einfach weitergeklickt. Ach so! Jetzt kann ich ihn aussuchen hier. Und jetzt Klasse wählen. Weiter zu Klasse. Die ersten drei sind gesperrt, sehe ich gerade. Oder? Warte mal, welche. Ich komme hier irgendwie nicht auf mein Volk. Jetzt soll ich mir schon wieder was aussuchen? Warte mal. Also Verbannte, ne? Ja. Und dann männlich. Männlich? Und dann der rechte Fall, der leuchtet bei mir nicht auf. Bei mir leuchtet nur der linke auf. Du musst ja den Draken anklicken. Ach so, und dann weiter zur Klasse. Klasse ja, wählen, genau. Yay! Yeah. Ja. Krieger, Arkanschütze. Arkanschütze ist wohl Fernkampf. Mhm. Und Meuchler. Meuchler ist wohl sowas wie Schurke. Die Musik.
ballert ganz schön im Hintergrund. Die haben sie schon auf die Hälfte runter. Naja, pass mal auf, dann nehmen wir. Was heißt wir? Also such dir aus, was du willst. Was nehme ich denn? Also ich nehme den Arkanschützen. Ich hätte gerne diesen Tech-Pionier, aber so wie es aussieht, ein Draken kann kein Tech-Pionier sein. Das hätten wir ja auch lesen können. Soll. Das ist ja wie ja, in anderen Spielen. Ja, pass auf, dann gehe ich wohl auf Krieger, denke ich mal. Dann nehme ich den Arkanschützen. Klassenrüstung ansehen. Ach, hier muss man sich was aussuchen, oder was? Ja, ich kann zum Beispiel Heiler oder Fernkampf wählen. Und ich nehme natürlich Fernkampf. Oder, ne, muss man nicht wählen. Ist ja automatisch. Alles klar. Oder? Ich denke mal schon. Pfad wählen. Was für ein Pfad? Ach, hier. Soldat, Siedler, Wissenschaftler oder Kundschafter. Was steht bei dir genau selber, oder wie? Kundschafter, Wissenschaftler, Siedler, Soldat. Da muss man ja, glaube ich, lesen, was das alles ist. Kundschafter. Okay, Abenteuer an dieser Fähigkeiten, versteckte Wege zu finden, uralte Relikte zu suchen, Überfang zu suchen. Man kann hier sogar eigene Gebäude bauen, ne? Wissenschaftler und ihre Scanbots können alles, was über Nexus zu erfahren gibt. Ja, weil ich weiß jetzt nicht, ob, wenn du jetzt was anderes nehmen würdest, ob wir dann eine getrennte Richtung gehen oder so. Weißt du? Ob wir zusammen anfangen, ne? Ja. Siedler? Soldat. Bist du Soldat, oder? Ja, wollte ich machen. Gut, dann nehme ich auch Soldat. Ja. Weiter zu anpassen. Boah, jetzt kann man sich noch was aussuchen hier. Ich habe dieses große Vieh davor stehen immer. Ja, das bist du, oder? Mit dem Schwänzchen. Nein, ich habe da noch so einen Roboter davor. Hast du Wissenschaftler gewählt? Nein. Der stand aber vorhin davor. Der Esel? Ich hatte einen Esel. Ne, jetzt habe ich so einen Roboter. Jetzt kommt auf Gesicht und dann zoomt er rein, voll durch den Schritt vom Roboter. Jetzt guck ich mal durch den Roboterschritt hier. Die sind ein bisschen komisch. Oh, der letzte sieht gut aus. Bei mir. Ich nehme den. Gesicht anpassen. Ich lasse das mal alles so, weil. Kinnbreite kann man sogar verändern. Ja. Das ist schön. Art der Gesichtsbehaarung, keine. Kinndicke. Wieso habe ich diesen komischen Roboter davor? Der irritiert mich voll, ey. Ich hab sowas nicht. Ich glaube, ich mache ganz große Augen. Oh, so ein Japanerbart. Irgendwelche Klauen, die aus dem Gesicht kommen. Oder Standard wieder vor. Arzt der Gesichtsbehaarung. Ja, hier ist so irgendwas mit so einem Nasenring noch bei mir. Ich weiß ja nicht, was du dafür hast. Hast du auch so einen Draken oder was? Ja. Oh, geil. Der ist geil. Oh ja. Der gefällt mir. Horn. Ich nehme den mal so. Frisur. Das ist gut. Das ist voll blöd für mich, weil ich sehe die Frisur nicht, weil dieser bescheuerte Roboter davor ist. Ohne Quatsch, dieser Roboter ist davor. Ja, scheiß drauf, ich lasse das so. Haarfarbe kann ich ja nicht sehen, lasse ich rot, obwohl das schwarz ist auch cool. Ist das schwarz? Ist schon schwarz. Vorname, Nachname? Nee. Von deinem Charakter wohl. Augenfarbe, ist hier rot, gelb, weiß, oh, rot hier, ja, das nenne ich. Hornart, meine Fresse. Ja. Irgendwie so eine Teufeltörner hätte ich ja gerne. Aber ich kann sie nicht sehen. Kannst
kannst du den nicht mit der Maus verschieben und. Ja, aber der dreht sich der im Hintergrund und davor sitzt dieser scheiß Roboter. Hm. Körperbau. Ja, da wollte ich mal schauen, was für ein Muckis er hat. Ich glaube, ich lasse ihn wie er ist. Sehr wenig hier. Hautfarbe. Was? Ich merke echt, dass der Monitor zu klein ist. Hautfarbe. Oh, ja, also. Gehen wir weiter zu abschließen. Fraktion Dominion. Volk Draken, Klasse Krieger, Pfadsoldat. Spiel betreten. Mhm. Achso, Name, Vorname. Ja, muss man da was eingeben oder wie? Ich hab wie immer Kaiser Franz eingegeben. Kann ja Vorname Arsch, Nachname Abputzer. Hm. Erstelle für deinen Charakter einen Vor- und Nachnamen. Ja. Hm. Guck mal, ein K würde auch gehen. Knochen. Knochenbrigade, weil ich bin so einfallsreich. Okay. So, Spiel betreten. Ja. Das Video. Ach, Männer, der Charakter wurde nicht erstellt, weil der Name nicht verfügbar ist. Psst, ich gucke hier Video. Die Galaxie ist jetzt schon seit fast 2000 Jahren. Ich bin ganz ruhig. Die legendäre Heimatwelt der Eldan, unerwartet von den abtrünnigen Verbannten entdeckt. Das Dominion beansprucht den Planeten als rechtmäßiges Erbe des Imperiums. Okay, ich bin drin. So sammelt es nun seine Streitkräfte und bereitet sich auf einen Krieg vor. Jetzt hat sich das Dominion auf die lange Reise nach Nexus gemacht, um sein von Alters her bestimmtes Schicksal zu erfüllen. Doch das ist erst der Anfang ihrer unvergesslichen Geschichte. Mhm. Erstmal ein schwarzer Bildschirm gerade. Oh, es lädt irgendwas. Wenn du zwischen verschiedenen Berufen wechselst, verlierst du dabei nichts von deinem Fortschritt, kannst aber beliebig auch wechseln. Weltraum Archer, Hazardeur. Aha, oh. Erlaube mir bitte, dir Nexus zu zeigen. Unser Geburtsrecht. Wunderschön. Ich bin Artemis Syn, Kundschafterin der Extraklasse. Doch das wusstest du bestimmt schon. Das Dominion braucht deine Hilfe. Oh, der sieht ja cool aus, jetzt sehe ich mal wenigstens richtig. Nexus mag uns regelmäßig gehören, doch es steckt voller Geheimnisse. Und genau deshalb braucht das Imperium dich. Schön bunt, ne? Diese Simulation wurde konzipiert, um dich vor dem Erwachen aus dem Kryoschlaf auf deine Aufgabe vorzubereiten. Ich werde dich auf diesem Weg begleiten. Also, was hältst du davon, wenn wir sofort loslegen? So. Okay, dann machen wir erstmal Tutorial, oder? Hallo? Ich musste erstmal hier unterbrechen. Jetzt würde ich bei mir das gerne leiser machen. Man muss verstehen. Escape also. Ich mache erstmal Tutorial hier so. Was meinst du mit Tutorial? Weißt du, was ein Tutorial ist, wo man erstmal die grundlegenden Sachen lernt? So. Ach so, ja, ich sehe es gerade. So, benutze WSD, um dich zu bewegen, dann lauf ich mal vor. Oh, ist ja schnell. Halte die rechte Maustaste gedrückt und bewege die Kamera. Okay, das kennt man. Ist besser. Was für ein Hoverboard. Das Ding hier. Aha. Ui. Wunder, wie gehe ich dich denn? Sieht gut aus. Für diese
Geländescans von Nexus verwendet. So ein Hoverboard. So sie auch sein mag, die Realität von Nexus ist doch weit atemberaubender. Du wirst weitläufige Wälder, schwüle Dschungel und eisige Öden bereisen, die erkundet und erobert werden wollen. Das muss man sich rauszoomen. Typischerweise keine Hoverboards. Oh. Eventuell kann ich für dich aber ein paar Beziehungen spielen lassen. Hm. Gibt's ja auch Beschleuniger, ne? Gibt. Ja, ja, so eine Dinger auf dem Boden. Die Grafik ist so ein bisschen wie bessere WoW-Grafik, sag ich mal, ne? Bessere WoW-Grafik? Echt besser als WoW-Grafik? Findest du nicht? Finde ich schon. Ja, ist vielleicht ein bisschen weicher, aber. Leider fahren wir hier nicht in die Fähre. Weiß ich nicht, können Sie. Du musst kämpfen können. So, ich soll jetzt kämpfen, weil man. Kann ich diesen. Eigentlich will ich diesen Chat zumachen, oder? Wie geht das? Chatfenster schließen. Ich will das ganze Ding gar nicht mehr sehen, eigentlich. Ja. So, jetzt soll ich kämpfen. Gegen wen? Wie? Oh, what the fuck? Hochladen. Oh. Jetzt muss ich schon wieder irgendwas machen hier. Ich soll jetzt campen. Die Verwandten suchen eine Heimat und sie sehen sie in Nexus. Doch dieser Planet ist unser Vermächtnis, das wir um jeden Preis verteidigen müssen. Imperium kämpft gegen die Verbannten, seit sie sich vor über 200 Jahren gegen Kaiser Jarek aufgelehnt haben. Dragoons werden von den Verbannten oft im Kampf eingesetzt. Oh, ich preis die ganze Zeit den Hund. Was machst du? Ja, irgendwie bin ich aus dem Tutorial jetzt raus. Ich sehe irgendwelche Bösewichter. Töte virtuelle... Mit deinen Fähigkeiten, darum Verteidiger. Okay, ich hab schon mal einen umgehauen. Was ist? Der hat sich gerade gestreckt. Virtuelle Verteidigungs... Was? Oh, jetzt habe ich zwei angegriffen. Das. Alter Schwede. Die mächtigen Draken sind seit über 13 Jahrhunderten das Fundament der Streitkräfte des Dominion. Die Verbannten haben gelernt, dein Volk auf dem Schlachtfeld zu fürchten. Aber ja, ja. Zack, Aktion noch nicht möglich, dann leck mich doch. Der ist auch weg. Ah, cool, Combo. Ich merke schon, wie ich hier anfange wieder zu klicken, ne? Aha. Ja. Ist egal, was ist denn das hier? Was ist das? Spielshop. Achso. Okay. So einen muss ich noch töten. Cool, wenn man sowas wie einen Wurf hätte hier oder so, wo man die anlocken kann. Die dreckigen Dragoons hatten keine Chance. Geh jetzt den Hügel hoch in Richtung. Das ist ein Fall, da wird einem angezeigt, wo man das sieht, wo man hin muss. Ne? Ja. Deaktivieren. Raus. Ausgezeichnet. Entschärfe jetzt den Rest der Minen. Okay, jetzt muss ich erstmal alle Minen entschärfen. Das hast du gut gemacht mit der Mine. Oh, sie hat eine ekelhafte Art, die alte, ne? Ja, ne? Das hast du gut gemacht mit der Mine. Boah, raus. Oh, Scheiße! Nimm nächstes Mal das Rote. Ah, mir hat's gerade den Hintern weggerissen. Oh. Und schon wieder. Ich bin zu langsam.
Wie schnell ist denn, wenn der Rucksack umwärts läuft? Ja, eigentlich schnell genug. Stürme auf dem Grat. Du wirst ihr Sperrfeuer mit deiner Fähigkeit unterbrechen müssen. Danach sind sie verwundbar. Benutze deine Unterbrechungsfähigkeit gegen Geschützturm, während er sich auflädt und deine Angriffe gegenüber tun. Ja, okay. Der da oben wohl. Lädt er gerade auf, oder wie? Hm. Schnell, greif den Geschützturm an, während er deaktiviert ist. Ach so, man muss ja auf Verstanden klicken, um weiterzukommen. Ausgezeichnete Arbeit, Bürger. Starke Leistung. Ja, wir sind einer. Geht aber schnell weg. Ja. Mit der Mine. Okay. Jetzt habe ich gar nicht gelesen. Was soll ich einladen? Was soll ich machen? Scheiße. Was ist das denn? Abklingzeitverringerung. Okay. Weil ich sehe gar nicht durch. Account Inventar, Charakter, Questlog. Questlog. Wo ist Questlog? Unten ist ein Ausrufezeichen. Oh, scheiße. Ich habe die Mine abbekommen. Also ich hab die eine, die dritte habe ich nur geschafft, indem ich rückwärts gelaufen bin und gesprungen. Rückwärts gesprungen so. Wie ist ich im Pool? 80 Meter, okay. So, der Questlog ist nochmal wo? Unten ist ein blaues Ausrufezeichen links. Ach so, ja. So, du musst jetzt bekämpfen hier alle, oder was? Meiner ist leer. Ja, meiner ist auch leer. Ist halt nur so ein Tutorial-Teil, so, ne? Ach so, ja, stimmt. Okay, drei von denen soll ich killen. Dann mach ich das mal. Scheiße. Cool, jetzt den noch hier. Zack. Ne, der lebt ja noch. Deine Kampfkünste sind beeindruckend, Bürger. Mhm. Die Verbrannten haben keine Chance. Ich warte in der Nähe auf dich. Also ich hab jetzt nicht versauern. Da oben ist sie. Okay. Symbole Quest verfügbar. Ach so. Ihre Leistung süßer. What the fuck? Drücke F um den NSC. Aha, okay. 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 Oh, ich werd verfolgt! Ich werd verfolgt! Selbst die allerlustigsten Kundschafter brauchen einen Ort zum Ausruhen. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Wieso, wo bist du denn jetzt? Bei so komischen Dingen. Was für komische Dinger? Diese Geschütztürme? Mhm. Ja, musst du mit drei angreifen und dann. Also musst du den dieses Schutzding kaputt machen und dann raufkloppen. Mit 1 und 2. Weil also, ja, wird dir angezeigt. Ich bin ja eine andere Klasse hier. Hm. Okay, ich krieg erstmal eine Questbelohnung. Ich möchte gerne meine virtuelle Himmelsunterkunft sehen. Warte mal, hier ist F. Die Angebote von Torbuster werden dich sicherlich interessieren. Was für ein Wort? Oh, jetzt interagiere ich bitte mit irgendwo. Hallo? Achso, lade bitte. Ach so. Komisch. Ja, das ist ungewohnt, weil man, ich sag mal, ein relativ ähnliches Spiel spielt, aber irgendwie doch ganz anders, ne? Ja. Seien Sie gegrüßt, Bürger.
Okay. Suchen Sie nach einer neuen Immobilie auf Nexus? Dann sind Sie hier genau richtig. Ihr Land ist Ihre Angelegenheit, Bürger. Lassen Sie sich bauen, was Sie wollen, wann immer Sie es befehlen. Mit Protostar. Mit Protostar? Add-on-Fehler. Oh, was? Bietet fast so eine sagenhafte Show wie ich. Findest du nicht? Das ist ein virtueller Unterkunftsverkaufssaal. Sieh dich ruhig um. Viele Bürger können sich nicht sofort eine Himmelsunterkunft leisten, aber Protostar hat aktuell ein ausgezeichnetes Angebot. Das Durchstarter-Paket, mit dem es keine Wartezeit gibt. Da ist sogar ein Hoverboard mit drin. Scheiße. Jetzt soll ich hier irgendwie zu meiner Unterkunft. Ach so, jetzt soll ich hier irgendwo hin oder was? Ach nee, ich soll mich hier umgucken, okay. Ich bin jetzt hier, wo man so sein Haus kaufen kann und so. Ich komme nicht weiter. Wieso nicht? Weil ich mit diesem Ding da nicht klacke. Was denn für ein Ding? Mit diesen geschützten. Du musst eine Fähigkeit haben, womit du diesen Schild außer Kraft setzt und dann machst du ganz normal Schaden drauf. Bei mir war es die dritte Fähigkeit, also die 3, und dann habe ich mit 1 und 2 da Schaden drauf gemacht. Ah, jetzt habe ich es kapiert. Oh, bin ich doof, ey. Dieses Hoverboard ist so geil. So, Protostar. Wieso? Okay, mit dem habe ich gesprochen. Was ist mit ihm hier, oder was? Okay. Jetzt gebe ich die Quest irgendwo wieder ab, hier, da. Dekorationsexperte, was nicht alles hier ist. Ist das nicht bemerkenswert? In einer Himmelsunterkunft kannst du deine Deko verschieden variieren. Du kannst Sachen drehen, die Größe ändern und sie genau anpassen. Klick auf das Missionsziel, um dir einen helfenden Pfeil einzublenden, der den Weg weist für irgendwas gestern. Steht da 198 Meter. Ach, hier. Und den auch noch hier. So viel Liebe zum Detail gibt's nur beim Protostar. Wow! Eine Stufe aufgestiegen. Ja, wow. Ja, bin ich auch. Wir sind doch noch so Mini-Dinger hier, die klingen gerade ab. Wenn du Quest abgeschlossen, okay. Sprechen Sie rentabel! Autos Heimglück allein abschließen. Ein Omnibit krieg ich. Danke für die Besichtigung. Ein Riesenangebot. Wenn Aufzeichnung zufolge haben Sie Ihre allererste Omnibit erhalten. Möchten Sie im Spielshop vorbeischauen? Super Idee! Seinen aufrichtigen Dank aus. Damit öffnest du den Spielshop. Kannst du Omnibits oder Endcoin verwenden, um Kostüme, Gegenstände oder vieles mehr zu kaufen. Dann krieg ich mal auf da. Wir haben den Shop aktualisiert, verstanden. Angebote für Anfänger. Ja, richtig hier. Achso, hier. Titel Schnäppchenjäger. Den krieg ich für einen Omnibit. Den soll ich mir jetzt kaufen, oder was? Jetzt soll ich mir einen Titel kaufen, oder wie?
Wir empfehlen dir den Kauf. Du weißt schon, dass du ein erfahrener Schnäppchenjäger bist. Und mit diesem preisgünstigen und dennoch geschmackvollen Titel kannst du es jedem zeigen. Allen zeigen. Ja, dann kaufe ich den mit Omnibit. Gegenstand im Inventar ansehen. Rechts klicken, um den Titel Schnäppchenjäger zu erhalten. Neue Errungenschaft. Ansehen. Schnäppchenjäger, wuhu! Ich habe einen Garten gebaut. Wozu auch immer. Du hast schon was gebaut. So, jetzt gehen wir hier rüber. Ich fülle mein Haus bis zum Dach mit Plüschtieren. Oh, wieder ein Video. Du wirst feststellen, dass Nexus ein faszinierender Planet voller Geheimnisse ist. Ich denke, es ist Zeit, dir ein paar davon vorzustellen. So, Artemis. Nexus liebt die Mutigen, wie mich. Ein eigenes Zuhause wird schön. Bald geht es für dich nach Nexus. Doch schließen wir erst dein Training ab. Okay, machen wir mal ein Training fertig hier. Die Simulation ist nahezu abgeschlossen. Ein paar Aufgaben bleiben dir noch. Als erstes muss die dann Schaltkreise in der Nähe. Oh, hier ist schon ein anderer Spieler. So eine Ratte. Bist du bereit? Ich bin bereit. Die Technologie ist unverwechselbar und manchmal sehr gefährlich. Aha. Reden? Ne, ich will jetzt nicht reden. Wie mache ich denn diese Schaltkreise fertig hier? Ach ja, da zündelt irgendwas. Ja. So, hier muss ich jetzt rumpummeln, oder? Die Eldar haben auf ganz Nexus Technologien hinterlassen. Jedes Teil ist ein Hinweis darauf, und der nächste Schaltkreis. Und wo sie jetzt vielleicht sind. Einige eldarische Technologie ist harmlos. So, noch ein Schaltkreis. Aber sie kann leider auch tödlich sein. Wunderbare Arbeit. Hast du das Klingeln gehört? Ich warte darauf, dass du dein Infocon beantwortest. Also, mach schon. Einen guten Nervenkitzel? Jetzt, wo die Schaltkreise repariert sind, fließt die Energie wieder. Zeit für deine nächste Aufgabe. Ist ja krass. Wenn du C drückst, kannst du die Quest auch dann beenden, wenn die abgeschlossen sind. Man muss nicht extra hinlatschen. Echt? Ja, bei mir, weil da war so ein Pfeil und dann stand da C. Dann habe ich auf C geklickt. Jetzt krieg ich die nächste. Okay, jetzt muss ich gegen irgendwas kämpfen hier. Was ist denn Urkraft? Haltung, Ansturm. Ah ja. Okay. Kann man auch wechseln? Achso, man kann seine. Ich kann meine Haltung auch wechseln. Okay. Was ist denn Urkraft? Das war Hinder. Urmanifestation. Denk daran, dass du auch springen kannst, Leertaste. Jo, weiß ich. Ah, cool! Okay, der Sprung war nicht weit genug. Ah, wenn du mehrmals hintereinander springen drückst, dann springt er höher. Okay. Das ist ja cool, eigentlich. Ja. Und jetzt noch. Ups. Spürst du, wie diese Urkraft deinen Körper durchströmt? Ja, spüre ich. Genau mit dieser Kraft kannst du das eldanische Verteidigungskonstrukt besiegen. Okay, der kommt jetzt hier, der Konstrukt. Oh, da ist er. Wow. Blöd, wenn man den noch nicht kennt hier. Ich weiß ja gar nicht, was der macht. So. Oh, vielleicht sollte ich hier raus. Ja, ich glaube, ich habe den gleich. Oder er hat mich gleich. Weiß ich noch nicht.
aktiviere den Kryo-Projektor, auf den da oben ist. Mal los. Oh, Ladebildschirm, wieder Filmchen. Oh, krass. Wow. Da war gerade so ein kurzes Filmchen am Ende und da war so ein Totenschädel, Riesenroboter, der war krass. Mhm. Das hat eine Pumpe bestimmt Filmchen. Auf Trab gebracht. Du hast dich gut geschlagen, Bürger. Es wird Zeit, dich aus dem Kryoschlaf zu holen. Schlüssel. Versuch dich zu entspannen, während wir die Kiste abwerfen. Hallo. Du bist irgendwie anders. Besonders. Aber ich brauche deine Hilfe. Nexus birgt viele Geheimnisse. Und wenn die Zeit gekommen ist, werde ich sie dir zeigen. Ich hoffe, es geht dir gut. Die Techniker haben einen Fehler in deinem Extraktionsprotokoll gefunden. Ja. Einen ziemlich ungewöhnlichen. Das ist das Abflugterminal. Von hier aus kannst du Flüge zum Planeten arrangieren. Ich bin mir sicher, dass du für Großes bist. Ich sehe aus, ey. Möge Dominus mit dir sein. Möge Dominus mit dir sein, okay. Wow. Jetzt bin ich hier in so einer Art Stadt oder so. Ja. Ja. Nee, was ist? Ich muss hier kämpfen. Ich weiß nicht, wo ich gelandet bin. Wieso? Ich bin irgendwo im Schnee. Ja, ich war auch im Schnee und da musste ich so eine Schaltkreise wiederherstellen und dann... Ja, mit so einem Typ kämpfen, ne? Ja, am Ende, ja. Okay, dann bist du weiter. Ein bisschen, ja. Und danach kommt so ein kurzes Filmchen und dann kommt nochmal ein Filmchen, wo du aufgetaut wirst. Und dann bist du in dieser Stadt oder was auch immer das ist, hier so Weltraumstation so, ne? Mhm. Ach so, ja. Sieht cool aus. Ah, jetzt, das mit dem Schädel. Sieht krass aus, oder? Okay, ich schließe mal meine Quest ab bei der alten. Das ist ja richtig. Kann man hier irgendwo in die Gruppe einladen und so? Keine Ahnung. Ich glaube, ich schließe jetzt erstmal das Tutorial ab hier. Und dann gucken wir mal. Ich muss sowieso gleich mal irgendwie ein bisschen Pipi machen. So, F. Sei gegrüßt, Bürger. Sei gegrüßt, Bürger. Das ist die Konsole, die Konsole. Schön, dich endlich persönlich kennenzulernen. Du hast dich recht fähig bewiesen. Vielleicht kommt dir eines Tag eigene Show. Okay. Gerade ist etwas Komisches passiert. So etwas habe ich noch nie gesehen. 2055 EP. Das Abenteuer hat schon begonnen. Oh. Neue Quest, gute Reise. Oh, Vorsicht! Ein paar A-Piep? Dritte verteilen, okay. Okay. Oh, hier gibt's einen Rucksack. Mhm. Halte dich vor deiner Abreise nach Nexus, eine Einsatzbeschränkung und Kanzler und so, und dann kriegst du so einen epischen Rucksack. Okay. Großes von dir. Enttäusche mich nicht. Dann werde ich mal mit dem Kanzler sprechen. Da steht er. Oh, Filmchen? Filmchen? Denke schon. Ja. Grüße, Bürger. Willkommen auf Nexus, dem berühmtesten Planeten der gesamten Galaxie und einstige sagenumwobene Heimat unserer eldanischen Gönner. Gemäß unserer ersten Analyse bietet Nexus unerschlossenes Grenzland, mächtige, uralte Technologie und eine Fülle einzigartiger Alien-Gattungen.
Nichtsdestoweniger umgibt Nexus ein Mantel von Geheimnissen und Mysterien. Das Alter, ich bin so riesig im Gegensatz zu dem. Warum die heiligen Eltern ja, ne? hier sind und was zu ihrem Verschwinden führte. Ich finde die cool. Dein Ruf eilt dir voraus, Bürger. Mit dir ist nicht zu Spaß. Ich habe so fetzige rote Wenn Augen. Wenn jemand also diese Fragen beantworten kann, dann du. Tschüssi. Ich hatte mal so eine Kollegin, die immer so geredet hat. Tschüssi. Ja, damit ist. Und hat sie mich immer auf die Beine gebracht, ne? Weil die kam ja schon morgens so rein. Und da schon meine Laune im Arsch, ne? Jetzt muss ich irgendwo hin und kann die Sachen anklicken. Was ist denn das? Feinde, okay, viel Zeug zum Lesen. Ich lese jetzt mal nichts hiervon. Aha, jetzt muss ich mir aussuchen, wo ich hinreisen will. Levianbucht oder Blutrote Insel. Wo wollen wir denn hin? Ich, weiß nicht, ich bin ja noch nicht so weit. Reise nach Nexus. Da steht Reise nach Nexus und dann optional wähle die Levianbucht oder wähle die Blutrote Insel. Ich geh mal in dieses Raumschiff hier. Was nimmst du dann? Ja, ist das dann dieser Nexus oder? Ja, bestimmt. Der ist bestimmt auf zwei geteilt. Weiß ich nicht. Was wollen wir denn nehmen? Also diese Blutrote Insel klingt gut. Dann machen wir mal das. Why? Zu glühend heißen Blutrosen Inselreisen. Jo! Filmchen. Landungsschiff BZ3. Ihr habt Startfreigabe. Zur Erinnerung, sämtliche Elfen. Will mich nicht mitnehmen. Auf Nexus ist Eigentum des Kaisers. Wer sie in die Hände der Verbannten fallen lässt, wird mit dem Tod bestraft. Wir wünschen guten Flug. Wird mit dem Tod bestraft. Wünschen guten Flug, alles klar. Alter. Durchstarterpaket können wir nicht brauchen. Hol dir das Durchstarterpaket. Oh, wieder ein Filmchen. Oder Filmchen. Hm. Alter Schwede. Hallo? Ja. So. Zu glühenden heißen blutroten Insel reisen, ne? Genau. Und da kannst du die Filmchen angucken und ich gehe erstmal pipi. Okay.